Okay, Leute, wir kommen zur neuen Aufgabe. Die Aufgabe heißt, wir haben ein Isotop, das wiegt 5 Kilogramm, also 5 kg, also 5000 Gramm und es zerfällt um 3,1% pro Stunde. Stunde. Okay. Das heißt, wir suchen den Zerfall. Nutzen Sie die Zerfallsfunktion. Das heißt auch wieder wie beim letzten Video zur E-Funktion haben wir hier einmal das f von x gleich das b. Das in dem Fall 5000, also f von x gleich m x plus x plus b, in dem Fall alles e x plus b, das e. Jetzt in dem Fall keine E-Funktion, sondern in dem Fall ist das die Geschwindigkeit. Und das wäre, da wir ins Minus gehen, ein Zerfall von 3,1%. Das heißt 100 minus, also 100% minus die 3,1%. Das heißt 96,9. Das streiche ich jetzt einmal wieder für euch x. 5000, wie gesagt, Zahl kann man das rechnen. So, und jetzt müssten wir das Ganze einmal in die jeweiligen x einsetzen. Also x1, x gleich 1, 2, 3, 4. 5, 6. Und wir brauchen jetzt für die B-Aufgabe den Zerfall nach 6 Stunden. So, und dann kopieren wir das Ganze einmal. Sonst kommen wir so riesige Zahlen da raus. Also 5 mal der 0,961 hoch x, dann wissen eigentlich auch schon gleich, wie wir jetzt x das hier einsetzen, was dann das Ganze reinkommt. Das können wir dann eigentlich auch beim Taschenrechner kurz alles vorrechnen. So, nach der ersten Stunde haben wir nur noch 4, 8, 4, 5 kg. Und dann geht es weiter. 4,69, 4, 8. KD 4,54 92. Bei den 4 Kilo noch bleiben. 2,715. 2715 4082. Ja, und dann haben wir ja schon den Zerfall der nächsten 6 Stunden von diesem Isotop. So wird es Stück für Stück leichter und leichter, bis es komplett zerfällt. Ja, und das war dann auch die Aufgabenstellung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss.